Das riecht doch schon wirklich nach Playoffs, wenn der Zweite auf den Ersten trifft. 55. Spieltag, ERC Ingolstadt gegen den EHC Red Bull München. Die bis dahin besten zwei Teams der Liga im direkten Duell. München hatte die ersten drei Duelle dieser Saison jeweils für sich entschieden. Die Münchner in diesem Spiel in den weißen Trikots. In der 10. Minute mit einem weiten Pass auf Elitz, der für Ortega erstmal unglücklich, aber Szene läuft weiter. Ortega hinterm Tor durch und 1-0. Glücklich für München, extrem unglücklich aus Ingolstädter Sicht. Schauen wir uns nochmal an. Ortegas Schuss, leicht abgefälscht, deswegen Garteig mit Problemen. Und dann prallt die Scheibe von Fabio Wagners Schlittschuh ins eigene Tor. Treffer gehört dementsprechend Austin Ortega. Nur wenig später Ingolstadt mit der Antwort. Das ist Pieter, auch er einmal rum ums Tor. Und Ty Ronning, der Neuzugang in seinen ersten 7 DEL-Spielen. Ja, mit 9 Punkten und gerade die Chemie mit Daniel Pieter jetzt schon absolute Klasse. Mögliche Finalpaarung der deutschen Eishockey-Liga. Würde es da auch solche Chancen geben? Chris D'Souza und Trevor Parks verpassen das 2-0 für München nach diesem Fehler von Justin Faeser an der gegnerischen blauen Linie. D'Souza macht das dann klasse und Parks vergibt um wenige Zentimeter seinen Versuch über den Kasten von Michael Garteig. Bei Ingolstadt Comeback von Ben Marshall, den sollte Don Jackson, Münchens Coach, aber ab dem zweiten Drittel nicht mehr sehen. Marshall in der Kabine geblieben, ging doch nicht. Und München mit der nächsten guten Möglichkeit, Trevor Parks in die Mitte Richtung Ben Street. Klasse Aktion aber von Garteig. Viele Münchner Offensivaktionen hier in unseren Highlights. Insgesamt aber trotzdem ein Spiel absolut auf Augenhöhe, in dem auch Ingolstadt seine Szenen nach vorne hat. So auch hier. 25. Minute, das ist Frederik Storm. Ein Sensationstor zum 1:1. Der Däne, hier ist es Wagner, der die Scheibe drin hält. Bertrand durch die Beine mit dem Pass. Und Faeser, der lange die Sicht zumacht für Niederberger. So kann Storm dann aus ganz, ganz spitzen Winkel oben einnetzen, das 1:1. Und das die Antwort der Münchner. Ronning stolpert, Beul, Scheibengewinn und Ortega auf einmal allein durch. Austin Ortega vorbei an Garteig. 2:1, aber ein Beigeschmack. Aufgepasst, hier der Schläger von Beul, klar unter dem Schlittschuh von Ronning. Hätte 2 Minuten wegen Beinstellen geben müssen, stattdessen Ortega frei durch und nutzt das. 2:1, München ganz schnell wieder in Front. Tja, und der Sunny Boy aus Kalifornien hat es gut lachen. Aber Mark French Manzev, der dafür bekannt, gerade im dritten Drittel so stark zu sein, plus 28 die Differenz über die Saison gesehen. Und München anfällig. Der Fehler und die Möglichkeit für Charles Bertrand. Hier Smith viel zu fahrlässig. Storm mit dem schnellen Pass. Aber Bertrand am Tor doch deutlich vorbei. Es fehlt so ein bisschen das ganz große Aufbäumen von Ingolstadt. Die großen Chancen gibt es nicht mehr. Stattdessen bei leerem Tor der letzte Fehler und der Deckel drauf. Elitz für Philipp Wareka. 3:1. München holt sich die 3 Punkte. Belohnt sich für ein insgesamt sehr starkes Auswärtsspiel und gewinnt beim Tabellenzweiten. Austin Ortega mit Doppelpack und jetzt mit seiner Meinung zum Spiel zu diesen 3 Punkten des ERC Red Bull München. Yeah, I mean, it was definitely a back and forth game. I know it was first place through second place, and it was definitely a back and forth game. Both teams, I thought, played really well. Ja, aber ich glaube, es war nicht ein schönes Spiel. Beide Mannschaften hat gut defensiv gemacht und es war schwer, offensive Chancen zu kreieren. So. Ja, war vielleicht nicht so schön. Kein schönes Spiel, aber ein schönes Erlebnis für die Münchner. Denen ist nämlich Platz 1 in der Hauptrunde nicht mehr zu nehmen. Ingolstadt hinterlässt trotzdem auch einen guten Eindruck. Mögliches Wiedersehen, vielleicht ja dann im Finale. Alle Spiele live, nur bei Magenta Sport.